Hola und guten Morgen! Light Gaming ist mal wieder back in business und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon Light Platinum Part auf meinem Kanal, Leute. Part 12, meine Lieblingszahl, nebenbei erwähnt, aber das ist auch eigentlich komplett egal, was ich hier laber. Jedenfalls, Part 12 haben wir jetzt schon angefangen. Oh mein Gott, das geht echt immer schneller und wenn man mal bedenkt, alle Parts so ungefähr 20 Minuten, mit 12 Parts, das sind schon über 240 Minuten Spielzeit ungefähr, also ich sag mal ungefähr 200 Minuten Spielzeit schon, oh mein Gott. Und trainiert haben wir auch schon ein Stück, das heißt, wir haben Spielzeit, ich guck das mal kurz nach, 40 Stunden und 30 Minuten. Also ihr seht mal, wie lange wir hier trainieren, denn wir wollen das nicht mit Sonderbonbons machen. Und wir haben ein neues Teammitglied, das habt ihr wahrscheinlich auch schon rechts gesehen, aber jedenfalls neues Teammitglied. Ralph heißt der gute Mann, das gute Pokémon, wie auch immer. Mit welchem Ei? Dem Lucky Egg, damit sich ein bisschen schneller hier trainieren lässt. Und zwar, das haben wir jetzt auch nicht gecheatet, sondern das hat der liebe Glabber im letzten Part gefangen. Den Part habe ich mir noch nicht angeguckt, weil er noch nicht hochgeladen worden ist. Aber das wird auf jeden Fall gleich noch der Fall sein. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Part Nummer 11. Verlinke ich euch, denke ich mal, jetzt an dieser Stelle hier oben im Video. Und also den unbedingt gucken, bevor ihr jetzt hier meinen Part guckt. Und auf jeden Fall der Link zu seinem Kanal natürlich direkt da drunter in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall vorbeischauen, wie eigentlich immer so. Ich gucke aber jetzt hier nochmal kurz, also es hat ein Jolly Nature, das ist natürlich nicht so gut für ein, naja, Enton, beziehungsweise später Enturon. Hat Confusion, Scratch, Water Sport, also Aqua Knarre und, wie heißt es noch hier, Disable heißt, Aussetzer, genau, oh mein Gott. Had forgot it, unser Level 25er Marvin hat nichts Neues erlernt, glaube ich, genauso wie Growlithe nicht, Bash auch nicht. Eigentlich müsste es Level 24, glaube ich, sogar Donnerblitz erlernen in den früheren Editionen. Ob das kommt, weiß ich noch nicht. Ich mal gucken. Wir lassen es überraschen. Hier plagt mir auch nichts Neues. Und genauso wie Fred nichts Neues. Also ihr seht, 6 Pokémon im Team schon. Wow. Nach 12 Parts ist das gar nicht so schlecht, würde ich sagen, nach einem Orden. Und wir gucken mal, vielleicht werden wir noch das eine oder andere Pokémon aus dem Team tun. Und warum brennt hier der Baum? Don't know. Der Baum brennt problematisch, aber egal. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter, denn ich denke mal, wir müssen hier hin. Ash ist hier, cool. Hallo Glide, ich bin froh, dass du hier bist. Die Stadt ist, wird von Team Steam-Membern, Mitgliedern angegriffen und da sind zu viele. Und Rot und ich können sie nicht alleine besiegen. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Der Arenaleiter und Professor von dieser Stadt sind in Botanical. Im Botanikallabor, keine Ahnung, gefangen und Red und ich nehmen uns die Team Steam Member draußen vor. Wenn du dich um diejenigen im Botanikallabor kümmern würdest, wäre das schon nicht schlecht. Und Rot sagt, das ist ein guter Plan. Viele von den Steam Membern sind hier draußen, aber ich werde schon mit allen klar. Die einzigen Pokémon, das Botanikallabor hier betreten können, sind die Team Steam die Personalien von Team Steam, Mensch, oh mein Gott, und ich werde dir eine Team Steam Uniform geben, so damit du da reinkommst ohne Probleme. Und wir haben die Team Steam, oh mein Gott, das ist sehr cool. Glide put a Team Steam Uniform in Key Items Pocket. Okay, das ist sehr cool. Du musst also jetzt nur noch die Steam Uniform anziehen. Und viel Glück, Red und also Rot und ich werden die Steam Member draußen so lange besiegen. Aber als erstes werde ich dieses Feuer stoppen. Los, Gyarados. Okay, das ist sehr, sehr cool gemacht. Oh mein Gott, wir können uns was Neues anziehen. Hier wird Regentanz draußen eingesetzt, um Brände zu löschen. Also das ist wirklich sehr cool gemacht. Und das ist auch einer der Gründe, warum mir Pokémon Light Platinum als Hack sehr gefällt. So, jetzt habe ich den Brand gestoppt. Der Esmeralda City angegriffen hat, was weiß ich, bedroht hat. Und jetzt lass uns Team Steam Mitglieder besiegen. Viel Glück, Glide. Okay, euch auch viel Glück, meine lieben Freunde. Ihr schafft das. Wir müssen also jetzt in das Botanikallabor. Wir sehen uns aber hier erstmal um.
Pokémon heilen, bringt das was? Nicht wirklich. Dann müssen wir das auch nicht. Und jetzt suchen wir erstmal das Botanikallabor. Hier ist es auch schon, gut. Gucken wir erstmal, ob hier vielleicht noch irgendwas anderes ist als die Team Steam-Member, weil das hier sind die Team Steam-Member. Nehme ich zumindest mal stark an. Lass mich in Ruhe kämpfen. Stopp, also hör auf, mich abzufacken. Was weiß ich. Esmond City House. Ein Haus in Esmond City. Genauso wie das hier. Okay, dann gehen wir jetzt direkt ins Botanikallabor. Botanical-Labor. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ist mir aber auch egal. Ich werde jetzt erstmal die... Ah, wir haben die Super-Angel. Decent Fishing Rod for Catching Wild Pokémon. Das ist mir auch egal. Jetzt erstmal, use. Ha, das ist cool. Jetzt sehen wir so aus wie die. Und wir laufen auch schneller. Lol, wenn ich B drücke, dann springt der. Ha, wir können springen als Team Steam-Member. Oh mein Gott, let's jump out of here. Get out of here. Okay. Team Steam-Personal can answer to protect Marina and Terra. Team Steam-Member können hier rein, um Marina und Terra, die Team Steam-Leiter, zu schützen. Vor den Attacken von Esmeralda City, wie auch immer, von Esmeralda Stadt, genau so. Und wir sind jetzt plötzlich in einem anderen Outfit wieder, aber das ist ja auch egal, denn wir sind drin. So, Team Steam is here to take control of everything. Wir sind hier, um alles zu kontrollieren, okay. Dann kontrolliert ihr mal alles, ich werde in der Zeit euch besiegen, irgendwie. Ja, Team Steam Grant would like to fight Puchena, okay. Ja gut, die Pokémon sind hier jetzt nicht allzu krass und so weiter. Läuft auf jeden Fall ganz gut. Ach, Water Sport, das ist gar nicht Aquaknarre. Er ist super, super toll. Das ist dann sehr gut. Dann haben wir gar keine Attacke hier, um Puchena zu treffen. Dann werde ich jetzt auswechseln in Marvin. Weil Marvin kann die... kann Revenge und das trifft. Und das ist ein One-Hit, weil es sehr effektiv und Step ist. Und Garnovil, das macht nicht sehr viel Schaden. Trotz Crit. Okay. Not very effective. Und wir flinchen. Cool. Flinch Crit. Und noch ein Crit. Und noch ein Flinch. Double Flinch Crit. Wow. That chance though. So, jetzt kein Crit. Endlich. Und wir können angreifen. Wunderbar. Und wir treffen Revenge Sandile down. Das hat uns jetzt sehr, sehr viel mehr Schaden gemacht, als es eigentlich hätte dürfen. Aber gut, der Double Flinch Crit kriegt man mal ab und zu. Eigentlich nicht. Aber okay. So, wir können auch nicht mehr springen oder so, das heißt, es lag wirklich am Outfit. Können wir das jetzt nochmal anziehen? Nein, Vaters Tipp, was weiß ich, Gleit, es ist keine Zeit und kein Platz, um das einzusetzen. Gut, wie Professor Eich in den anderen Editionen. So, du bist auf dem falschen Ort, du bist am falschen Ort zur falschen Zeit, Kind, kleiner, wie auch immer. So, gucken wir mal, ich denke mal, ich werde das jetzt hier was verschnellern. Okay, ein Golbat, das können wir sehr effektiv treffen. Und wir können es paralysieren, aber es greift trotzdem an. Und da sind es gerade, da ist gerade unsere Verteidigung gesenkt hat, möchte ich hier natürlich so schnell wie möglich raus. Denn das kann gefährlich werden. So, Astonish, Erstauner heißt es, glaube ich. Und das macht nicht viel Schaden. Jetzt kommt ein Sandile. Und da können wir unser Fried drin einwechseln. Yeah! Razor Leaf. Wir sind sogar schneller und können es down kriegen. Und Level 26. Gucken wir mal, was es hier so Schönes gibt. Nichts an Level-Up-Interessantem sozusagen. So, du hast mich vielleicht besiegt, aber Marina und Terra sind hier und diese sind die stärksten Leiter von Team Steam. Sind die stärksten Leiter, die Team Steam je hatte, so. Erfahrene Trainer sollten immer Kämpfe bestreiten haben, wie auch immer. Okay. Da gebe ich dir recht und warum kämpfst du dann? Ha. Okay, forget about that. Wie tun wir rein? Marvin! Denn uns kann erstens mal kein Angriffsdrop oder sowas kommen und zweitens haben wir einen Mudslap, welcher sehr effektiv trifft und die Genauigkeit senkt, aber er schmeißt uns raus. Und ich möchte hier nicht drin bleiben, ehrlich gesagt. Just for safety. Okay. Confusion. Leer. Confusion. Critical hit. Yes, okay. Noch ein Sandile, dein Ernst? Warum so viele Sandiles? Aber das ist mir eigentlich im Prinzip auch egal, weil die sind ja recht easy zu besiegen, geben recht viel EP, wie wir sehen, und kommen hier immer wieder ein Stückchen weiter. Ich werde jetzt allerdings hier mal, falls ich einen Trank habe, was haben wir eigentlich, Items neu bekommen? Nope. Not really.
Ach, wir haben einen Tauchball bekommen. Und noch 5 Ultra Balls. Ich habe auch einen Ultra Ball. Ultra Balls 2. Okay, Potion. Ich denke, ich werde das mal benutzen, um meinen Marvin zu heilen. Damit wir da immer mal wieder rein switchen können. Du musst verrückt sein, um dich hier ins Team Steam. Um dich irgendwo reinzuschleichen, weil es von Team Steam kontrolliert wird. Ja, maybe. Don't know, bitch. Ich weiß es nicht. Aber scheint ja jetzt nicht so, als wären wir in großer Gefahr, denn wir ziehen die ja hier eigentlich ganz gut ab. Und wir können schon wieder verwirren, aber es kann trotzdem ein, wie heißt es noch, Focus Energy, Energiefokus genau einsetzen. Aber vielleicht flincht es, also haut es sich jetzt selbst mit einem Crit, hä? Lol. Und es haut sich nochmal selbst, gut. Ralph, Level 24, das gab viel EP. Durch den Lucky Egg auch noch dazu. Und jetzt kommt hier Sandal und ich bin aus Versehen drin geblieben. Hoppla. Ja gut, ist ja kein Problem eigentlich. Ich werde ja wieder einen Fred wechseln. Weil damit bin ich eigentlich am safesten. Kann hier wieder einen Razor Leaf raushauen und den Rüpel besiegen. So, weiter geht's. Oh nö, hier sind ja noch viele Kämpfe. Kann man hier irgendwie rum gehen? Nein, kann man nicht. Okay, dann müssen wir wirklich hier etwas verschnellern, damit das auch etwas schneller geht. Oh, das ist fies. Das ist wirklich fies. Pursuit. Wow, das hat viel Schaden, glaube ich, auch gemacht. Sandtomb. No problem. Oh, wow, das hat, glaube ich, viel Damage gemacht. Oh ja, das hat es. Ich werde jetzt mal Ralph raustun. Für Bash einfach. Just for fun. Weil es gibt hier viele Unlicht-Pokémon und dagegen kann Ralph gar nichts machen und das ist dann natürlich problematisch. Und jetzt kommt ein Shellos und das ist natürlich sehr gut, denn es ist noch nicht Hit Power. Okay, es ist nämlich noch nicht Typ Boden und somit können wir... Wow, du Arsch. Du Arsch. Mein Gott, bist du fies. Ein Duskill. Ach, Razor Leaf wollte ich machen, nicht Cut natürlich. Wow, durch den Quit wäre Pikachu schon fast down gegangen. Jetzt stellt euch das mal vor, das wäre ja mal echt fies. Ether gefunden eben, oder was? Keine Ahnung. Super Potion. Ralph. Super Potion. Bash. Okay, wir flinken, also schmeißen damit jetzt ein bisschen rum. Ich glaube, ich gehe hier lang, weil diese ganzen Kämpfe sind echt etwas langweilig. Okay, wir können sie nicht umgehen. Dieser Pokéball seems to have a What? Zorua! It's a fuck! Wir dürfen das nehmen, es ist eine neue Stadt und damit dürfen wir es nehmen. Es ist ein Zorua, verdammt! Oh mein Gott, das ist sehr, sehr cool, ein Zorua. Einfach mal just for fun. You must have a free space in your party to take the Pokémon. Leute, ich werde kurz hier raus sprinten, ja, sprinten, cutten und dann sehen wir uns gleich hier wieder mit einem Zorua im Team. Oh mein Gott, bis gleich, Leute. So, Leute, da sind wir wieder. This Pokémon seems to have a Pokémon inside. Ich habe jetzt erstmal unser unser Ralph aus dem Team genommen, weil es mir in dieser Dings hier nicht viel nützt, in der in dem Botanical Lab, wie auch immer, weil hier viele Unlicht-Pokémon sind, wie gesagt. Und deshalb werde ich jetzt erstmal Zorua für Ralph ins Team nehmen. Want to take the Zorua? Yes, we want to take the Zorua. Glide received a Zorua. Received a Zorua. So, wie auch immer. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben Zorua. Es hat leider schon wieder keinen Spitznamen. Das ist jetzt unser drittes Pokémon eigentlich. Unser zweites mehr oder weniger jetzt im Team. Und es ist nur Level 5. Mit Intimidate. What the fuck? Okay, das ist ein cooler Typ an sich. Wirklich mit Intimidate. Also das ist ein cooler Typ. Eine coole Fähigkeit an sich. Weil Angriffssenken kann man immer mal wieder gebrauchen. Mit Pursuit sogar. Ich denke mal, ich werde irgendwann Marvin dafür aus dem Team nehmen. Wir werden Marvin dafür aus dem Team nehmen. Aber das werde ich erstmal besprechen. Und ich werde, um hier ein bisschen zu trainieren, das eben genommene Glücksei nehmen. Das an den Anfang tun und dann immer wieder raus switchen. Ich denke mal, dafür sind die Gegner hier schwach genug, sag ich mal. Damit man das wenigstens bis bei den Mitgliedern noch machen kann. Zwar bei den Leitern würde ich das nicht tun, aber bis dahin auf jeden Fall. So, Team Steam came to this place to dominate and rule. Okay. Team Steam kam hier an diesen Ort, um dominieren kann man das sagen, aber ich suche gerade nach einem richtigen deutschen Wort.
Dominate, um hier zu herrschen, genau. Ich war gerade irgendwie bei Herrschaft, Herrschen. So, und wir können jetzt erstmal den Angriff senken und direkt rauswechseln. Aber es ist schon Level 21, okay, langsam kommen die Level. Aber wir haben immer noch einen Marvin. Sludge. Macht nicht viel Schaden. Mudslap. 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 Und es trifft nicht. Und Faint Attack. Denn mit Finte treffen wir ja immer. Das ist recht gut eigentlich. Und Zora hat direkt mal zwei Levels ab. 3, 4. Headbutt. Oh mein Gott, lol. Headbutt. Hä? Kann man nicht gerade, dass wir Headbutt lernen können? Oder bin ich jetzt komplett verpeilt? Forget it. Okay. 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 Oh, okay. Ein Crit. Okay. Also sagen wir es so. Ich habe jetzt gerade nicht darüber nachgedacht, dass das Pokémon schneller sein könnte und mein Marvin one-hittet. Beziehungsweise mit sehr effektiven Attacken trifft, aber von eben wusste ich natürlich, dass wir viele Angriffe überleben. Und naja, ein Crit, also schon wieder ein Crit. Ich glaube, das war jetzt der 3. oder 4. in diesem Part, den wir kassiert haben. Und diesmal ist es wirklich dazu gekommen, dass Marvin down ist. Es war ja schon im letzten Part von Glabber so ein bisschen so, dass es down gegangen ist. Tut mir dafür leid auf jeden Fall. Aber was sollen wir dagegen leider tun? Das ist das Problem an der Sache. Tut mir leid, Marvin ist jetzt down, aber jetzt haben wir wenigstens schon mal die Entscheidung, ist uns wenigstens schon mal leichter gefallen, welches Pokémon wir denn hier für Zoroark raustun. Aber das tut mir wirklich leid. Also das ist natürlich eine doofe Aktion jetzt gewesen. Aber woher sollte ich wissen, dass dieses Ganovir mich one-hitted mit dem Crit? Beziehungsweise, dass der Crit kam, das war ja recht fies. Aber okay, Nuzlocke, da passiert das. Sowas. Tut mir leid, Leute. Musste natürlich sein, dass ich der Erste bin, der durch Pech hier wirklich wieder ein Pokémon verliert. Aber gut, was will man tun? So, Mudslap, das macht gar nichts. Razor Leaf trifft nicht. Psybeam. Macht nichts. Razor Leaf, so. Oh mein Gott, ey Leute, warum bin ich denn jetzt der Erste, der wieder was verliert? Natürlich wegen Pech. Glabber hat hier im letzten Part nämlich auch fast Marvin verloren durch ein Surprise. Das war nicht im letzten Part, sondern im vorletzten, also in Part 9. Und ja, er hatte da irgendwie durch Geduld ziemlich viel Glück, also durch die Attacke Geduld. Und deshalb ist das nun mal so gekommen. Aber okay, ich werde jetzt erstmal wieder hier einen Super Potion einsetzen, um Fred komplett zu heilen und das auch nach vorn zu tun, weil jetzt hier die Leiter so langsam kommen, glaube ich. So, Sheila, du schon wieder, du Idiot, wie kannst du es planen, uns aufzuhalten? Du wirst uns nicht stoppen, weil Marina und Terra, die zwei Leiter von Steam, hier sind und sie sind stark genug, um jeden Trainer leicht zu besiegen. Mit leicht zu besiegen. Aber ich werde dich selbst schon zerstören. Zerstören, okay. Hoffen wir mal, dass das nicht der Fall ist, denn es ist eine Nuzlocke und das wäre ziemlich kontraproduktiv. Und sie hat einen Hound. Oh, ich liebe Hound. Ich liebe allgemein die ganzen Entwicklungsstufen. Oh, muss das sein. Aber okay. Natürlich haben wir jetzt kein Konfusionsding dabei, aber okay. Well, well, no problem. Ich möchte jetzt nicht in Zoroa, weil Zoroa halt, hey, Level 9. Growlithe, denke ich mal, kann das recht gut abhaben hier. Mal gucken, Nightshade macht immer 22 Schaden, damit können wir also noch was überleben. Und jetzt Curse, okay, das ist eine lustige Sache, damit haben wir das Ding schon mal down, kriegen glaube ich 25% Schaden. Aber wir können ja gleich wieder auswechseln. So, Growlithe, Drifblim. Da muss ich jetzt aufpassen. Wir kriegen sogar gar keinen Schaden. Drifblim ist natürlich das Ding, das Finalschlag, glaube ich, drauf haben kann. Ich weiß es nicht. Muss ja nicht sein, aber es kann sein und deshalb sollte ich aufpassen. Stockpile, das ist, wie heißt es noch? Wie heißt der Attacke noch? Die Verteidigung und Spezialverteidigung neuerdings senkt. Diese Attacke, Horter, genau, Horter ist es. So, und ich versuche es jetzt irgendwie zu besiegen. Gast macht, denke ich mal, nicht so viel Schaden. Nope. Und Aircutter geht daneben. Dass es schneller ist, wundert mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht warum, aber okay. Stockpile schon wieder. Und wir kriegen den Crit, das ist perfekt. Dankeschön. Plugme hast da einen super Job gemacht. Und da ist Pur Ugly, das wirklich
potthässliche Pokémon. Also tut mir leid, aber ja, es ist wirklich das ekelhafteste Vieh, was es gibt. Und Fury Surf. Okay, es wird ohne Crit auf jeden Fall nicht ausreichen. Und wir können Sleep hauen und so. Ich habe Angst vor dieser Attacke, denn ich kenne mein Glück. Beziehungsweise ich kenne das Glück der Gegner, dass die immer viermal treffen. Fünfmal war gemeint. Aber ich kann es jetzt erstmal einschläfern mit Lizid. Viel KP Schaden machen und ich frage mich, warum dieses fette, hässliche Ding, diese fette, hässliche Katze so schnell ist, eigentlich. Also sie ist wirklich, ich glaube, eine 100er Base hat die bestimmt und das wundert mich, weil es ist eine fette Katze, wie kann die schnell sein? Hä? Ich meine, hä? Hä? Aber gut, wir haben es halt jetzt besiegt und auch Sheila besiegt und unmöglich, ich bin sehr viel stärker als du jetzt. Ich bin jetzt sehr viel stärker, aber du hast es trotzdem immer noch geschafft, mich zu besiegen, mich leicht zu besiegen. Was ist hier los? What's going on here? Ja, es sieht so aus, als würdest du stärker werden jeden Tag stärker werden, weil du hast mich schon wieder besiegt, aber du kommst zu spät. Marina hat den blauen Orb genommen und Terra hat den roten Orb genommen und das ist auch natürlich eine Anspielung auf Kyogre und Groudon. Terra ist dann für Groudon natürlich, wegen Terra, Boden. Hey. So, jetzt sind wir in Sceneport City, um endlich unsere Ziele zu erreichen. Los geht's, Steam. Okay, wir müssen noch gar nicht gegen sie kämpfen. Ich bin Esmeralda, die Leiterin von Emerald City. Das ist Professor Rovan, er ist von Sinnoh, aber ist jetzt in Ceri am Studieren. Pokémon studieren und ja, wie gesagt, keine Ahnung, YOLO, Swag. Ich werde das jetzt hier verschnellern, weil das ist ja eigentlich komplett, naja. Und wir haben es hier auf jeden Fall schon mal geschafft, aber ist natürlich sehr problematisch, dass wir ein Pokémon verloren haben. Das tut mir natürlich auch leid, aber da kann ich leider nichts für. Also nicht viel für, zumindest, würde ich mal meinen. Und jetzt werden wir erstmal Move Pokémon ins Team für Krogunk. Und das werde ich hier in die Deathbox tun. Neben Miltank, obwohl es noch gar nicht tot ist. Aber wie gesagt, ihr wisst ja, was damit gemeint ist. Und ja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein neues Team. Mehr oder weniger gewollt oder nicht gewollt. Darüber lässt sich auf jeden Fall streiten. Aber wir haben es geschafft. Und ich würde sagen, das passt ganz gut. Denn hoppla. Das passt ganz gut, denn die Aufnahme läuft schon 25 Minuten. Davon muss man natürlich noch 3-4 abziehen, denke ich mal. Aber ich kann jetzt hier den Part ganz ruhigen Gemutes beenden. Und ich werde mich jetzt mal ganz schön steif hier hinstellen. Denn dann darf Glabber hat die Ehre, den zweiten Orden zu machen. Denn ich habe den ersten gemacht, das heißt, er macht den zweiten. Das, denke ich mal, passt auf jeden Fall ganz gut. Und mit dem Team, was wir hier momentan haben, ist das, denke ich, auch gar nicht so schlecht. Ich werde Soroa jetzt noch ein bisschen trainieren, damit das so auf gleiches Level kommt. Und dann denke ich mal, wird das gar nicht so schlecht. So, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.